hier in Nagelei. Ich habe auch die anderen fünf, die mit drin sind, die Plastik, sind auch alle Silvox-Bänder für den Abspulen, aber die liegt so weit. Habe ich gar nicht erwähnt bei der Karte. Nur die wirklich nur die Metallspulen. Ja, und ich kann sich mittlerweile vier Leute in Menge. Sind wir kleiner sein? Ja, ja. Und, eine wollte noch, einer ist gar nicht noch. Schlimm. Das finde ich schön mit der Berliner Leistung. Was gibt es für den hier? Skandinavien. Skandinavien quasi. Die 7000er ist immer an diesen Griffen weiß durch Schweiß oder so. Vermutlich mit dem Kunststoff, dass das so reagiert über die Jahre. Das ist echt verrückt. Denkt, wie klein das heute alles ist. Also, dass das alles eins ist. Diese ganzen kleinen Dinger. Ja. Das ist jetzt alles eins. Manchmal eine Stadt oder so, als zusammengefasst. Ja. Manchmal ist vielleicht besser, wenn es so kleine Blinen wäre. Dann hätten wir nicht so eine Probleme. Oder? Ortsteil heißt jetzt vielleicht so. Ja. Ortsteil. Franzdorf, Ortsteil, Klinkrade, geil, Rügelsdorf. Welcher Maßstab ist denn das hier? Dannenberg, hat er sich selber verkauft oder was? Das ist Dannenberg. Schön.
Eine Burg. Das heißt wahrscheinlich Dorf. Größeres Dorf, kleineres Dorf. Heißt gar nicht Burg. Ganz kleines Dorf, ein Haus, zwei Häuser und drei Häuser. Das ist witzig. Südliche Elbe. Oppeln. Drei. Ja, wenn man es geschichtlich betrachtet, ist es nicht lange her, oder? Nee. Es sind nicht viele Generationen so. Was sich da verändert hat in der Zeit, ist Wahnsinn. Ja. Eine Macke, schade. Was ist dir passiert jetzt? Sieht sehr frisch aus. Oh. Hey. Das wird halt aus demselben Plan sein, wa? Aus was? Die beiden werden aus demselben Plan sein. Ja. Ich hätte gern ein neues Korb.
nicht hier, diese kleinen Maschinen. Okay, wir haben nur diese, sowas da. Also mal. Okay. Ja. Also, achso, mit großen Maschinen. Mit den großen Maschinen, ja. Hallo. Hi. Wie viel kostet das? 8 Euro. Andere Frage, habt ihr, klasse, nee, das ist jetzt sogar geblockt, die Scheiße. Habt ihr solche Dinge auch? Passion, ne? Ja, okay. Ja. Wir machen das immer mit Kabelbinder fest. Ja, bei denen geht es ja auch, aber hier, naja, das ist so dünn, das Gewebe, das bricht ja mal aus, deswegen haben wir die Färbung. Wenn man den jetzt so montiert, wie du den hast, dann bricht er eh eher aus, als wenn man den so längs formt. So wie der drauf ist. So, okay. Also, weil der ist natürlich viel mehr. Du hast so einen schweren Rucksack, ne? Ja. Jedes Mal. Ja. Das ist der Grund, also ich will das nicht tragen. Ja, nee, okay. Deswegen kann ich ihn kaufen. Oder hast du eine andere Empfehlung von einem noch stärkeren Chor? Wahrscheinlich diese Kunststoffkörbe von Bauhaus oder so, sind wahrscheinlich sogar noch besser. Okay. Ja, diese Boxen, echt, so eine stabile Box. Aus Holz oder wie? Aus Plastik. Ja, Kunststoff. Plastik. Okay. So, stimmt. Und das machst du fest drauf, richtig fest. Kannst du eine Faltbox nehmen? Da könnt ihr auch eine Faltbox nehmen. Wäre auch gut. Was ist das? Und die kannst du zusammenfalten, wenn du nicht brauchst. Kannst du fest montiert lassen, dann fällt es zusammen und dann hast du nur diese. Machst du mit Kabelbinder dann fest, ne? Ja, mit Kabelbinder. Kannst du aber auch fest verschrauben. Ja, Metallplatte und Schrauben. So ein paar. Ja, aber so, das wäre meine Empfehlung für einen schweren Rucksack. Geht immer kaputt. Die ich mein, gehen dann auch kaputt. Das habe ich schon ein Jahr. Ja, aber es macht ja auch die Sachen kaputt, denn wenn dann die kleinen Drähte irgendwo fixiert, schön ist es nicht. Nicht ich. Das ist deine Entscheidung. Ja, das muss aber sein. Ab und zu im Leben musst du sagen ja oder nein. Oder ich warte noch. Ist ja kein Problem. Komm, ich nehme so eins. Gut, okay. Come on.